Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Update. Counter-Stricken wird immer besser. Die Shotgun hat jetzt wegfliegende Shells. Köstlich. Das wird heißen, du kriegst jeden Monat eine Zähne. Sauber auf die Hand. Trick! Das aktuelle Update ist recht kurz, aber hat es dennoch in sich. Die Shotguns haben jetzt Shells, die halt wegfliegen, ich hab's eben schon kurz gezeigt. Die Waffen droppen jetzt nicht mehr so komisch, sondern landen wie gewohnt unter eine, wie früher auch, und fliegen nicht zack so weit weg. Außer ihr kauft für eure Mates, dann fliegen sie trotzdem vor. Somit wäre das Gameplay auch schon abgehakt und schon kommt die Änderung, die, ich denke, den meisten ins Auge stechen wird. Guckt euch mal dieses Abzeichen an. Ich, alter Gauner, hab mir jetzt gerade noch ganz flott die für dieses Jahr noch geholt, für 23, sonst hätte ich sie gar nicht gehabt. Und das wäre natürlich etwas traurig gewesen, denn ich habe, seitdem es die Service Medals gibt, jede an den Start bringen können. Manche auch auf Level 2 oder sogar Level 3. Metal, Leute. Ach, guck mal da. Oh, 2017, da habe ich aber reingeschwitzt. 16 auch. Man merkt, dass wir hier sehr, sehr viel E-Sportle gespielt haben, deswegen alles nur grau. Die Jagd auf die nächste Service Medal ist also auch wieder eröffnet. Ab Level 40 kann man sich die ja immer wieder claimen. Neben dieser wunderbaren Service Medal wurden die Demos gefixt, die wohl mitunter nicht abgespielt werden konnten. Und an dieser Stelle adressen sie nochmal den Fix, den sie vor 3 Tagen ausgeführt haben, bezüglich dieser IP-Geschichte. Es war ja kurz sehr unsicher, CS2 zu spielen. Aber ist, wie gesagt, wieder alles im Lot. Man kann jetzt wieder Ingame-Friends über den Friendcode adden. Das habe ich gerade letztens noch machen wollen und habe es nicht finden können. Kein Wunder, es war scheinbar noch gar nicht da. Wenn du Ingame eingeladen wirst, erscheint jetzt eine Liste der einzelnen Einladungen. Das war auch etwas nervig, denn du hattest hier halt an einer Stelle dann immer nur eine Einladung, auch wenn dich mehrere eingeladen haben. Und du musstest die praktisch wegklicken, dass dann halt die nächste kommt. Jetzt erscheinen die ganzen Geschichten in einer Liste. Und zu guter Letzt fuhrwerken sie immer noch an den Stickern rum. Das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, dass scheint nach wie vor ein großes Problem zu sein. Die Sachen sehen einfach nicht so aus, wie sie in Go ausgesehen haben. Die Leute haben sie aber extra ja in Go damals so erstellt, also ihre Crafts. Und jetzt muss das halt alles noch angepasst werden. Und schon kommen wir zu den Maps. Da wurde nur an Overpass und Ancient gefuhrwerkt. Zuallererst haben sie mal wieder Clipping gefixt. Und zwar gab es da 2 Stellen, da musste ich aber selbst erst recherchieren. Und zwar konnte man hier oben so ein bisschen entlang riden von da vorne und sich halt irgendwie dann einen Vorteil verschaffen. Und hier gab es wohl auch eine Stelle, an der man dann über einen Sprung, so wie so einen Doppelsprung machen konnte, um halt hier so anders reinpieken zu können. In diesen Update-Videos habe ich bis jetzt Clipping einfach immer stehen gelassen, so wie es ist. Auch bei dem Granaten-Clipping. Aber mir ist dann heute klar geworden, dass es möglicherweise Leute gibt, die halt damit gar nichts anfangen können. Also es geht einfach um Punkte an der Map, mit der man interagieren kann. Also zum Beispiel auch bei den Granaten, wo die Granaten hängen bleiben können, obwohl man nicht möchte, dass sie da hängen bleiben. Wenn man zu viel Clipping hat an manchen Oberflächen, fliegt die Granate halt nicht so, wie man es gerne hätte. Man geht von einer planen Fläche aus und dann ist aber irgendwo ein Clip eingebaut, was weiß ich, ein Stein oder sowas, und dann dobst sie da ab und fliegt komisch. An den Sounds wurde auch wieder gearbeitet. Auf den Metal Railings hat man wohl nicht die richtigen Footstep-Sounds gehört. Einige Props wurden anders positioniert, damit man den Fall-Damage von Go hat. Ich nehme an, es geht um diese Geschichten hier. Also gebt Acht beim Runterspringen, dass ihr nicht auf die Leiter oder so knallt, ne, sondern schön ins Wasser springt. Fixed some places where players could get stuck. Also man konnte wohl irgendwo hängen bleiben. Davon habe ich nichts gewusst auf Overpass. Ich bin zumindest nirgendwo einfach irgendwo in der Ecke hängen geblieben. Einige Gegenstände und Materialien wurden verbessert, damit man die Charaktere besser readen, also ich nehme an, sehen kann. Einige Fälle wurden gefixt, in denen die Waffen aus Versehen außerhalb der Reichweite gedroppt werden konnten. Weitere Gegenstände wurden adjustiert, damit man sich nicht dahinter verstecken kann. Und das Licht und Materialien wurden weiter angepasst. Zu guter Letzt wurde auf Ancient auch wieder am Granatenclipping gearbeitet. Dazu habe ich bei Maxim Folgendes gesehen. Da ging es unter anderem um diese Wand hier. Und es sieht schon so aus, als könnte man sich hier halt wirklich etwas vertun, ne? Weil man hofft, dass es hier einfach eine plane Wand ist. Aber es war wohl so, dass man bei dieser Smoke hier mitunter sich verklippt hat und dann ist die Smoke halt anders geflogen. Das sollte jetzt gefixt sein, das Granatenclipping ist überarbeitet. Ja, und das war's dann somit auch wieder mit dem Update. Wir machen jetzt noch einen Giveaway. Beim letzten Update-Video gab es dieses Deathrack CZ75 Auto Imprint für euch zu gewinnen. Man musste nur in die Kommentare schreiben, ob man schon mal im Stream war oder nicht. Ich habe hier wie immer alles vorbereitet und bin im YouTube-Comment-Picker. Vielen lieben Dank für 54 Kommentare, ihr alten Macher. Wir ziehen direkt den Gewinner und denkt bitte dran, derjenige muss genau die Frage beantwortet haben. Noch nicht, schaue aber sicher mal vorbei. Marco, somit bist du der Gewinner des Giveaways. Bitte schreib mir hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deiner Kanalbeschreibung bitte deinen Trade-Link hinzu. Und natürlich starten wir jetzt auch noch ein neues Giveaway. Aber zuerst kurzer Disclaimer für ein Giveaway auf Twitch. Wir haben aktuell wieder die Adventswochen am Start. Diese Woche gibt es auf Twitch eine leckere AK-47 Asimov zu gewinnen. Und nächste Woche, also dann in der Weihnachtswoche, dieses leckere Huntsman Knife Autotronic. Also rumkommen, meine Damen und Herren, und mitmachen. Ich bin 3-mal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Außer morgen, am 15.12. Da bin ich zwar auch live, aber ich werde nicht die üblichen Zeiten einhalten können, weil meine Frau unterwegs ist und ich dann meine Tochter habe und sie ins Bett bringen muss. Und dann kann ich halt nicht so, wie ich es gerne machen würde. Aber sonst sind die Zeiten eben, wie gesagt,
rumkommen, meine Damen und Herren, und mitmachen. So, und fürs heutige Giveaway gibt es diese leckere Stat-Track Desert Eagle Bronze Deko zu gewinnen. Schön glänzend hier in CS2, also rumkommen und abholen. Und die Catchphrase für dieses Giveaway ist folgende. Hast du ein Team oder Kollegen, Kumpels, Mates, mit denen du CS2 oft spielst? Oder bist du eher solo unterwegs? Denn ich lese immer wieder, gerade unter den Tutorial-Videos, dass es halt schwer ist, im Solo-Queue zum Beispiel diese ganzen Smokes anzuwenden, gerade wenn es halt welche gibt, die aufeinander aufbauen. Also Spieler 1 wirft die eine, Spieler 2 die andere und so weiter und so fort. Dass es dann natürlich verständlich schwierig ist, das mit diesen Randoms zu machen. Wie ist es bei dir? Bist du oft alleine unterwegs oder im Team? Ich kann dazu nur jedem Folgendes raten, was aber auch kein Geheimnis ist. Mit Kollegen zusammen oder mit einem Team zusammen, mit anderen, mit denen man irgendwie in Kontakt steht, ist es natürlich besser. Es ist ja, wie gesagt, logisch, dass es einfacher ist. Und ich kann nur jedem raten, wenn ihr kein Team habt oder keine Kollegen, mit denen ihr spielt, kommt gerne bei uns auf dem Discord rum oder in den Streams. Dort haben sich schon ganz viele gefunden, die jetzt dann auch offstream einfach zusammen zocken, einfach so kumpelmäßig auf Steam am Start sind und eben zusammen spielen. Es ist ein riesiges Plus für euer Spiel, also für euer Gameplay an sich, weil man eben mit Kollegen logischerweise anders umgeht und besser spielen kann als mit irgendwelchen Randoms, die dann vielleicht auch noch was für sich Musik laufen lassen oder so ein Scheiß. Yo, dann sehen wir uns heute Abend im Livestream oder halt im nächsten Video. Lasst es krachen und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.